Hallo moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 209. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Na, alle gut? Samstagmorgen, frisch vom Dienst. Frischer Kaffee. Ich habe mir gestern, seitdem ich auf dem Land wohne, bin ich ja nicht mehr so häufig in Hamburg. Ich war gestern in Hamburg. Nebenbei, das war wirklich toll. Ich war bei den Johannitern und habe meine Erste-Hilfe-Ausbildung aufgefrischt. So 8 Stunden. Ui, kannst du endlich mal mitreden. Ja, vor allen Dingen, das war wirklich, also das sollte man wirklich mal alle 2-3 Jahre machen, weil ganz viel vergisst man. Das habe ich wieder festgestellt. Und es entwickelt sich ja auch scheinbar immer weiter. Also das, ja, was vor 3-4 Jahren irgendwie gelehrt wurde, Bezug auf Herzdruckmassage und so weiter. Und da sagst du, naja, aber vor 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich was an. Ja, aber es, davor schon halt Wissenschaftler dran und dann hat man neue Erkenntnisse. So, und deshalb, das war wirklich toll, hat Spaß gebracht. Und auf dem Rückweg über den Hauptbahnhof bin ich an so einem typischen Touri-Shop vorbeigekommen. Und da stand so ein wunderschöner FC St. Pauli Kaffeebecher. Ich bin ja kein Kaffeebecher-Fan, ich trinke meine Kaffees ja aus Gläsern. Aber da stand da so im Fenster und dachte ich, wie so ein blöder Tourist bin ich da reingegangen. Jedenfalls sitze ich jetzt hier beim Podcast mit meinem neuen schwarzen FC St. Pauli Kaffeebecher mit einem Totenkopf, der die Farbe wechselt. Ach, je nachdem von der Wärme vom Kaffee. Ja, und der ist so eingeätzt. Also der ist nicht draufgedruckt, sondern ist wirklich richtig tief reingeätzt. Und der ist sonst schwarz auf schwarz. Und wenn da heißer Kaffee reinkommt, wird er braun. Ich bin gerade total glücklich. Podcast am Morgen. Ja, siehst du, so kann man den Markus glücklich machen. Mit einem Kaffeebecher, der die Farbe wechselt. Ja, womit man Markus nicht glücklich machen kann, ist zum Beispiel mit der Pixel Watch. Ei, oh, erzähl, was ist los? Was gibt's? Die Uhr ist immer noch toll. Es ist immer noch, allerdings trage ich jetzt mittlerweile 2 Uhren abwechselnd. Ich trage die Huawei Watch GT 3 Pro und die Pixel Watch. Und immer wenn die Huawei Watch GT 3 Pro leer ist, so nach vier Tagen, liebe Apple, liebe Pixel-Nutzer, nach 4 Tagen, und da ist sie nicht leer, da hat sie nur noch 20% Akku. Und du weißt halt von anderen Uhren, 20% Akku. Oh, jetzt muss das Ding auf die Ladeschale. Die wird noch locker 1,5 Tage mit 20% weiterlaufen. Aber dann lädt man sie auf und dann nutze ich halt die Pixel Watch. Und die nutze ich dann halt auch so lange, bis die leer ist. Das dauert dann so 18 Stunden. Jedenfalls gestern hat sie den Tag nicht geschafft. Ich war halt viel unterwegs. Da ist eine eSIM drin. Ich war halt im Zug unterwegs und so weiter. Aber trotzdem, ich bin abends um 17, ich habe das Ding wie üblich morgens von der Ladestation genommen und abends um 17 Uhr, das sind dann so irgendwie 10 Stunden später gewesen, ich habe jetzt kurz nachgezählt, stand ich bei irgendwie 15% Akku. Und ich habe das Ding den ganzen Tag im Kinomode gehabt, weil ich ja halt in dieser Schulung war, das heißt, ja. Display war aus und keine Benachrichtigung, gar nichts. Leute, Google, das wäre so einfach, das Ding auf eine Laufzeit von 36 Stunden zu bringen, einfach indem ihr diese permanente Pulsmessung ausschaltet. Ich sitze mit lauter um mich herum sitzen lauter Sanitäter. Ich brauche da nicht ständig meinen Puls gemessen bekommen, wenn ich umfall. Leute, die mir helfen vor Ort. Ja, aber das ist. Und dann habe ich auf der Rückfahrt so überlegt, dass selbst eine, das, was zum Beispiel die Apple Watch Ultra kann oder auch die Galaxy Watch 5, dass du so auf 2 Tage, 2,5 Tage, 3 Tage, ich kenne ja, oder die sagen 4 Tage bei der Ultra oder bei der Galaxy Watch 5 Pro. 48 Stunden wird mir auch nicht ausreichen. 48 Stunden, also 2 Tage, ändert sich ja im Ablauf überhaupt nichts. Du musst das Ding ja trotzdem ständig laden. Und ich verlange jetzt gar keine 10 Tage wie die Fenix. Aber das, was die Huawei Watches grundsätzlich machen, die GT3, die SE, die Pro, so 4 bis 6 Tage Laufzeit, das ist eine anständige und eine gute Zeit. Und dann bitte schnell laden, weil zum Beispiel die Galaxy Watch 4, das dauert 2,5-3 Stunden, bis das Ding aufgeladen ist. Ja, das stimmt. Also die Schnellladefunktion, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die gewinnt immer mehr an Popularität, auch zu Recht, finde ich. Ich habe jetzt die Galaxy Watch Ultra, die Apple Watch Ultra, die hält jetzt locker 2 Tage durch. Ich lade die Uhr trotzdem jeden Tag für eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ich beim Mittagessen sitze und sowieso mich nicht großartig bewege, weil ich jetzt esse, lädt sie. Oder ich sitze abends auf der Couch, gucke ein bisschen Fernsehen, lädt sie auf der Ladestation. Für so eine halbe Stunde, das reicht wieder dann so für ein, ja, was lädt es in einer halben Stunde, knapp 30-35% des Akkus wieder auf. Bis zum nächsten Tag komme ich da locker drüber. Also das ist immer so eine Geschichte, weil ich kann pro Tag immer mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde
auf die Uhr verzichten, weil ich dann halt nicht aktiv bin. Aber das muss halt jeder für sich selber sehen. Aber was mir gerade einfällt, weil du sagst hier, wieso kann ich nicht die Pulsüberwachung abschalten? Wäre es nicht mal sinnvoll, dass man jetzt nicht nur Smartwatch, aber auch Smartphones oder alle technischen Geräte so konfigurieren könnte, was man braucht? Wenn man zum Beispiel sagt, hier, ich brauche jetzt so, jetzt diese Pulsmessung, ne? Dass man das wirklich so macht hier, dass du es für dich deinen Bedürfnissen anschalten kannst. Oh, oder sagst du hier, oder SPO2-Messung, brauche ich gar nicht, diesen Quatsch da, ist eh Schrott, schalt's komplett ab. Ne? Bei einigen Uhren geht es, bei anderen Uhren geht es nicht. Aber so können wir auch zum Beispiel Smartphone-Funktion abschalten. Ne? Wenn sie sagen hier, ich brauche keine GPS-Aufzeichnung, warum auch immer, kannst du sie komplett ausschalten, dann ist sie auch weg. Ne? Da bewegen wir uns in eine ganz, ganz schlimme Richtung. Du darfst ja nicht vergessen, dass zum Beispiel die Apple Watch Ultra ein Produkt aus dem Haus Apple ist. Und Apple interessiert ja nichts anderes als Geld. Ja, die interessiert ja weder die Umwelt noch die Leute, die interessiert nur Geld. Und wenn du denen jetzt plötzlich sagst, naja, zum Beispiel Autohersteller fangen damit ja an, dass die ihre Autos wirklich komplett voll knallen. Und wenn du eine Lenkradheizung willst, dann musst du dafür bezahlen. Ja, genau. Wenn du eine Sitzheizung willst, musst du dafür bezahlen. Das ist auf der einen Seite total sinnvoll, weil das ist die einzige Möglichkeit, auch in 10 Jahren noch im After-Sale Geld zu verdienen. Und versuch mal einen Fiat 500, einen Benziner mit Sitzheizung zu bekommen. Gibt's nicht, weil die Italiener sagen, bei uns ist warm, was soll ich mit einer Sitzheizung? Und ich bräuchte eine Lenkradheizung, auch die bräuchte ich ja nur von, ich sag mal, Oktober, November bis März, April. Danach interessiert die mich ja nicht mehr. Wenn du so etwas aber Apple vorschlägst und sagst, hier, ihr verkauft jetzt ab sofort Geräte und wenn der Kunde den Nachtmodus an eurem Smartphone nutzen möchte, dann muss er dafür irgendwie 3 Euro im Monat bezahlen. Das heißt, diese Software as a Service. Gerade Apple würde auf diesen Zug sofort aufspringen und sagen, oh geil, dann kriegst du eine Apple Watch Ultra, die hält irgendwie 3 Stunden durch, das Display ist grau und die kann gar nichts. Und wenn du sagst, ich möchte aber Benachrichtigungen haben, ja, musst du 2 Euro zahlen. Wenn du ein Farbdisplay möchtest, musst du 2 Euro zahlen. Und plötzlich zahlst du irgendwie für deine Apple Watch dann 10 Euro oder 20 Euro nochmal monatlich für die Software. Das ist ein ganz gefährlicher Weg. Nein, aber so eine Art Zwischenstufe machen, dass du sagst, hier, ich habe die Funktion jetzt drinne in meiner Watch, aber ich brauche jetzt zum Beispiel eSIM. Ne? Ich habe in der Ultra habe ich eine eSIM drinne. Ich habe aber keine eSIM. Weil ich habe meine Haupt-SIM-Karte, steckt in meinem Smartphone. Bei der Telekom kostet eine zusätzliche SIM-Karte, also die ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennt hier, wenn du jetzt eine zweite oder dritte SIM-Karte haben willst, kostet dann 4,95 € im Monat. Das ist mir einfach zu teuer. Sorry, du ballerst dir eine 1.000-Euro-Uhr um den ums Handgelenk. Nein, es geht ums Prinzip. Da sind ja 4 Euro zu teuer. Es geht ums Prinzip. Das ist ein Klick. Das ist ja, bei der Telekom ein Klick. Die Karte zu spiegeln, weil ich zahle ja 50 Euro im Monat für meine SIM-Karte. Die zahle ich ja. Ich habe einen Unlimited-Vertrag, also alles unlimitiert. Ja, das ist für den Klick, wenn ich die SIM-Karte jetzt als eSIM nur spiegel. Wozu muss ich jetzt 5 Euro bezahlen? Dafür, dass ich die gleiche Leistung habe, wie ich vorher auch habe, als unlimitiert, nur eben noch an meinem Handgelenk. Da sehe ich das für 2,95 okay, aber das ist mir für so einen Klick und sonst keine Arbeit mehr. Das sehe ich nicht ein. Und das ist so ähnlich wie ein Porsche-Fahrer, der sich über die Spritpreise aufregt. Nein. Es ist einfach, ich brauche die Funktion im Moment nicht. Warum kann sie nicht abschalten? Ne, dass sie auch gar nicht erst erscheint. Oder naja, diese Tauchcomputer, ne? Abschalten will ich nicht. Kannst abschalten und wenn du es wieder brauchst, weil ich dann plötzlich jetzt Tiefseetauchen für mich entdecke, dann auf einmal kannst du sie da aktivieren. Also, vielleicht sagt Apple ja, diese Uhr ist genau für diese Leute, die halt Tiefseetauchen machen. In Klammern, es gibt schöne Berichte darüber, wie sinnvoll oder wie gut diese Uhr da unten funktioniert, nämlich gar nicht. Aber Apple sagt halt, das ist halt die Uhr genau für die Leute. Und wer das nicht benötigt, kann sich bitte eine normale Apple Watch holen. Der braucht diese Uhr nicht. Diese Uhr ist an dem Handgelenk eines normalen, ich sag mal, eines normalen Menschen, der so ein bisschen Sport treibt und so weiter, genauso sinnvoll wie mit einem Jeep Grand Cherokee, die als der Krugchaussee rauf und runter fahren. Du brauchst das Auto dort nicht. Und genauso ist das auch. Aber ich mag es die Größe. Ja, mag sein. Andere Leute finden es geil, sich einen Ziegelstein ans Handgelenk zu binden. Ja, genau. Das sieht genauso gut aus. Aber am Ende des Tages hast du natürlich recht. So, ich kann ja eigentlich heute bei allen Uhren das meiste ein- und abschalten. Ich kann ja bei, oder es wird von Haus aus abgeschaltet, aber ich kann ja bei der Galaxy Watch sagen, nutze dieses oder nutze jenes. Bei der Pixel Watch, da geht das erstaunlicherweise nicht. Also ein weiterer Punkt, der halt wirklich störend ist, ich stelle bei der Galaxy Watch, ich habe in meinem Smartphone meine Schlafzeiten eingestellt.
muss ich in der Galaxy Watch einmal den Haken setzen, bitte synchronisieren. Und dann übernimmt die Galaxy Watch die Schlafzeiten aus meinem Smartphone. Das bedeutet aber auch, weil ich die Uhr ja nachts trage, dass zum Beispiel das Display ausgeschaltet wird, dass keine Benachrichtigungen mehr reinkommen und so weiter und so weiter. Das kann die Pixel Watch auch. Da muss ich das aber jeden Abend händisch manuell einstellen, indem ich einmal den Button Schlafmodus klicke an der Uhr. Wird der ein oder andere sagen, ja komm, das ist irgendwie eine Fingerbewegung, stell dich mal nicht so an. Ja, aber es ist doch dann, das ist doch eine Smartwatch, oder, genau, oder nicht? Das, also das soll ja genau dafür sorgen. Und wie oft passiert das, dass ich da eben nicht dran denke und dann irgendwie feststelle, wie ist das so hell hier im Schlafzimmer? Also all das sind Punkte, die sind jedenfalls, ich hänge jetzt gerade wieder zwischen der Watch GT3 Pro von Huawei und der Pixel Watch, und ab und zu trage ich auch noch die Galaxy Watch. Auch das ist so ein Punkt. Ne? Jeden Tag dieselbe Uhr tragen. Du kannst einmal, wenn du irgendwo hingehst, mit so einer geilen Smartwatch irgendwie dieses, ui, die ist aber teuer, da kann sich das leisten. Wenn du die aber 5 Tage in Folge trägst, wird jeder sagen, ui, kann der sich nicht mehr leisten. Hier. Der Trend so geht zur Viert- und Fünft-Watch. Ja, nicht. Guck mal, wenn du eine Patek Philippe trägst, die eine Nautilus, die trägst du ja auch nicht jeden Tag. Da hast du 250.000 am Handgelenk. Ich hätte ganz gern einen Smartwatch-Hersteller, der dieses Design kopiert. Die Patek Philippe Nautilus ist aus den 70er Jahren und du guckst diese Uhr heute an und stellst fest, das ist ein so unendlich zeitloses, klassisches Design. Das ist so eine schöne Uhr, aber ich habe einfach keine 250.000. Ja, leider. Übrigens, die Stahlvariante ist teurer als die Goldvariante. Die Stahlvariante kostet 250.000, die Goldvariante kriegst du schon für 120.000. Ach, Schnäppchen. Aber es gibt bestimmt so ein paar Länder mit so ein paar Ständen, wo du sowas bestimmt günstig kaufen kannst. Ist echt, kostet 20 Euro. Es ist so geil. Es oder beim Chinesen nebenan Joko, hier bei Joko und Klaas gegen die Weltfolge, oder wie immer das hieß. Und da ist Klaas auf so einem chinesischen Wochenmarkt und deckt sich mit Elektronik ein. Und mit Schmuckstücken und so weiter. Und da sagt er zu der Verkäuferin, hey, is it everything's original? Und sie guckt ihn an und sagt, yes, original fake. Ja, genau. Ich hab mal einen, vor vier, das ist ewig hier, 10 Jahre, da habe ich ein iPhone 3GS für wahnsinnige 70 Euro gekauft. Ich glaube, der normale Preis wären irgendwie 10 Euro oder 8 Euro gewesen. Ich habe 70 Euro bezahlt auf so einem chinesischen Markt Shanghai oder Peking. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal, weit weg. Weit weg. Man hat dieses angeblich Original. Also das Ding hat einen Stylus dabei. Du konntest ja also mit Stift bedienen. Aber sagte ich, okay, ist das denn zumindest fake neu? Sagt der Typ, ja, neu. It's original Apple and it's neu. Ich so, okay, alles klar. Nimm das Ding mit und nimm es dann aus und pack's aus. Also pack's dort schon aus der Verpackung raus, weil ich musste das ja nutzen, damit die Kollegen am Flughafen, am Zoll mir nicht unterstellen, dass ich dort irgendwie neuwertige Ware ausführe. No? Kennst ja. Und stellte dann fest, dass auf dem Gerät schon diverse Fotos von irgendwelchen Chinesen drauf waren. Nicht schlecht. Hat das Ding nicht zurückgesetzt. Das war super. Das Teil liegt hier immer noch rum. Das ist 1:1. Das Apfel hinten raus sieht aus wie ein iPhone. Damit sind ja einige Smartphone-Hersteller groß geworden, ne? Mit iPhone-Kopien, die heute dominieren, aber die heute sehr bekannt in Deutschland sind. Wer denn? Xiaomi fing an als Copycat. Xiaomi. Das ist gar nicht so lange her. Da haben wir immer gesagt, hier, die Chinesen, und das war eben primär Xiaomi, diese Copycats, die dann sich daraus entwickelt haben und jetzt hier wirklich eigenständige Marken sind und die jetzt auch wirklich mittlerweile auch schon, du kannst du als führend. Ja, Xiaomi hat damals, die haben eigentlich das Design aufgegriffen seinerzeit, haben aber eine Software draufgepackt, die der Apple-Software haushoch überlegen war. Deshalb sind die Leute ja auch dann hingegangen, haben gesagt, ich habe jetzt neulich auf Twitter von Gregor, weißt du, unserem Apple-Fanboy? Ja. Der schrieb irgendwie, ich habe die schönste Smartwatch, die ich je besessen habe. Die habe ich neulich gefunden, aufgeladen, die läuft natürlich immer noch. Die ist 10 Jahre oder so alt. Das ist die Sony Watch 3. Leider ist 2020 die Wear OS Geschichte ausgelaufen. Die ist auch nicht über 1.5, ich glaube, hinausgekommen, aber immer noch eine wunderschöne Smartwatch. Und da schrieb er, was für eine hübsche, hässliche Uhr.
Sag ja, du als Apple-Fanboy, du brauchst mir gar nichts über Geschmack erzählen. Und da war die Antwort von ihm, eine Fenix mit dem Apple-OS-Betrieb. Wie heißt das bei Apple, das Uhrenbetrieb? Wear OS. Net Wear OS, Watch OS. Genau, eine Fenix mit Watch OS, wo ich dann nur gedacht habe, ja okay, aber damit machst du ja die Fenix kaputt. Weil die Fenix ist ja deshalb so gut, weil sie eben nicht mit diesen ganzen beschissenen Betriebssystemen. Ja, macht das hier. Idee. So, und das, da war irgendwie so dieser Punkt, dass ich gesagt habe: Klar, du nimmst das Design einer Ikone und packst da aber softwaremäßig was Besseres drauf. Das hat Xiaomi ja damals gemacht. Und der Witz ist, dass Apple dann ja im Laufe der Zeit praktisch Xiaomi kopiert hat. Guck dir mal heute an, wie so ein iPhone läuft mit all den Widgets und den Orten und den ganzen Kram. Und dann guck dir mal die Xiaomi, in Anführungsstrichen Kopie, die ja das Äußere kopiert haben, von vor 5, 6 Jahren an. Ja, da kommt, mir fällt gerade was ein. Huawei hat doch jetzt gerade diese Watch vorgestellt. Ich weiß nicht, wie die heißt jetzt, aber ich glaube, es war auch eine GT3, wo du das Display tauschst. Das heißt, das Gehäuse, ja, und das Armband ist fest. Und du tauschst nur das Innenleben aus. Jetzt hast du einfach ein Innenleben mit WatchOS und ein Innenleben mit Wear OS und einmal mit HarmonyOS. Und je nachdem, worauf du Bock hast, klippst du einfach nur das Betriebssystem mit Display, also ein Betriebssystem mit eingebautem Display, klickst du unten in die Uhr ein. Dann hast du alle das Design, ne, von jetzt für so einer super teuren Watch. Ich habe jetzt ja keine Ahnung von Uhren, ne? Da hättest du das ich Design weiß, von so einer geilen Watch. Du trägst eine Apple Watch, ne? Ja, genau. Das hättest du nicht sagen müssen, dass du keine Ahnung von Uhren hast. Nee, ich habe heute Morgen auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mit meinem Kollegen drüber gesprochen. Und er sagt, die Apple Watch ist für mich im Moment die beste Möglichkeit für das, was ich mir vorstelle, was eine Uhr können soll, machen soll. Ist für mich die Apple Watch Ultra genau das Richtige. Punkt. Na, aber jetzt wäre es wirklich hier, wenn du sagst hier, ich möchte gerne das Design von der Uhr X und das Betriebssystem von Y, das kombinieren. Das wäre geil, wenn Apple und Xiaomi und Huawei und wie sie alle heißen oder auch Google nur das Innenleben produzieren. Du kaufst das nackte Innenleben, also wirklich das Betriebssystem mit Display und andere Hersteller holt sie dann das Gehäuse und klippst es einfach unten ein. Das wäre es doch. Ach, weißt du, es war ja wirklich früher. Es war ja früher gar nicht so unglaublich kompliziert. Ich sag mal, Nokias oder wie auch immer, zu flashen, zu debranden und so weiter. Das haben wir ja alle gemacht. Und die Anleitung waren ja so, dass auch ein ganz normaler Handwerker in der Lage war, da eine Anleitung zu schreiben. Wenn ich heute sehe, wie Samsung zum Beispiel ihre Smartphones abschottet, von Apple will ich ja gar nicht reden, du die Möglichkeit der Blutdruckmessung, wie bescheuert auch immer die ist, oder der EKG-Schreibung und so weiter, du da praktisch diese zweite App installieren musst, was ja von Samsung aus völlig normal ist und auch völlig verständlich. Ich aber sage, das muss doch irgendjemand geben, der diese zweite App so bearbeitet, dass ich die auf jedes Android-Gerät packen kann und dass die dann funktioniert. Nein, du musst dann wirklich Konsolen auf deinem PC, mit Mac geht das überhaupt nicht, du musst dann Konsolen auf deinem PC öffnen, du musst dann ADB-Codes und so weiter schreiben und kopieren. Das ist so unendlich aufwendig, dass ich das tatsächlich bisher nicht gemacht habe. Und das, was man dann im Forum liest bei den XDA-Developern, ist, dass das dann auch, ich sag mal, zu 70% funktioniert. Es ist halt, es hakt immer wieder, es bricht immer wieder ab. Und wenn du schon an solchen Kleinigkeiten scheiterst, weil normalerweise, das ist für mich eine Platine, da ist ein Prozessor drauf, sei es jetzt die Apple Watch oder die Galaxy, dass ich das eine Betriebssystem nicht auf das andere flashen kann heutzutage, das entzieht sich, also ich verstehe es logisch, warum das nicht geht, aber grundsätzlich frage ich mich, wieso schotten die das so ab? Warum mache ich das nicht so, dass ich das zumindest im Ansatz nutzen kann? Nach dem Motto, wenn jemand ein bisschen Ahnung hat, der kriegt das hin und die anderen interessieren sich da ja gar nicht für. Das sind ja nur vielleicht 5% aller Nutzer, die das machen würden. Wie heißt diese Firmware, die so Open Source ist, die du auf alte Androiden flashen kannst? Wie nennt sich die? Ach, die haben Lineage OS. Genau. Lineage OS, die machen es ja möglich. Sie sagen ja, alte Telefone funktionieren ja per se. Ne? Nur es läuft nicht mehr, weil da halt die Apps alt sind und so ein Kram hier. Ne? Und das, sie können auch nicht mehr aktualisiert werden. Und sie bieten halt ein Betriebssystem an, ein alternatives, offenes Betriebssystem, was auf Android basiert, auf diesem Quellcode von Android. Ja. Um eben die alten Geräte wieder gangbar zu machen. Das ist eine geile Lösung. Und das müsstest du viel mehr ausweiten auf andere. Zum Beispiel Pebble ist das beste Beispiel. Die erste Smartwatch war ja die Pebble.
die laufen heute noch. Sie funktionieren halt nicht mehr so, wie man es halt sich vorstellt, weil einfach die Software veraltet ist. Und ich wette, wenn du die richtigen Leute hast, die können eine Schnittstelle bauen oder eine Möglichkeit finden, dass, ich sage mal, du liest wie ich jetzt, die alte Pebble nehmen, auf irgendeine Dockingstation legen, an einen Rechner anschließen, welcher auch immer das ist, und dann da ein Betriebssystem drauf flashen, dass er heute noch funktioniert, weil das System ist ja noch da, sie funktioniert ja noch mechanisch und alles, es fehlt nur der passende Unterbau. Und dass es funktioniert, zeigt Lineage OS jedes Mal wieder aufs Neue, dass sie wirklich uralte Telefone auf aktuelle Android 13 bekommen. Ja, das ist genau der Punkt, weil sieh mal, ich höre immer wieder, oder man liest das ja auch immer wieder, so die Android-Updates und so weiter. Dasselbe ist bei Apple doch genauso. Guck dir zum Beispiel das iPhone SE 2022 an. Das hat den A15 Bionic-Chip drin, aus dem iPhone 13 Pro. Und als Apple dieses iPhone vorgestellt hat, hat es mir erklärt, wie unglaublich kompetent und stark und gut dieser Prozessor ist. Die Kamera-Hardware, die in dem 22er drin ist, ist ebenfalls gut. Warum ist die Möglichkeit der Aufnahmestabilisierung oder der Nachtaufnahme bei dem iPhone 2022 SE nicht gegeben? Technisch geht das. Geht das? Es hat den wollen es halt nicht. Apple will es halt nicht. Apple hat gesagt, nee, geben wir diesem Telefon nicht, weil das kostet ja nur irgendwie 400 Euro. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr halt ein normales iPhone kaufen. Und aber so jetzt mal aber andere Hersteller ja genauso mit ihren Lite-Modellen. Ja, guck mal, du im Stopp. Kram, ne? Ja. Ne? Es ist ja nichts anderes wie ein Xiaomi 13 Lite, wie diese alle heißen. Ne? Ich finde das total lustig, wie... Also total lustig, wenn man etwas sagt, das ist bei Apple so, dass sofort, und das ist grundsätzlich so, dann kommt irgendjemand aus dem Internet, hebt den Finger und sagt, ja, aber bei anderen auch. Ja, das ist Whataboutism. Es interessiert mich nicht, was andere machen. Ich rede gerade über Apple. So, was andere machen, ist mir doch völlig egal. Warum macht Apple das nicht? Das ist der Punkt. Und nebenbei, wenn du dir ein 400 Euro Xiaomi kaufst, das läuft mit Android 13, mit der neuesten Version. Das läuft mit allen Features, die Android 13 bietet, die Google den anderen Herstellern gibt. Das muss man ja auch ein Stück weit dazu sagen. Ja, genau, weil es gibt ja auch viele Sachen, die Pixel-exklusiv sind. Ja, wie aber zum Beispiel diese geniale Kamera-Gimmicks, ne, mit diesem Radierer und so weiter, ist leider Pixel-exklusiv. Und ist ja noch schlimmer, dass ja auch innerhalb der Pixel-Reihe noch Sachen exklusiv machen. Zum Beispiel jetzt die neuesten Funktionen, die kriege ich mir beim Pixel 6a nicht. Die kriegen aber die Pixel 7, Pixel 7 Pro kriegen die oder Pixel 6 und 6 Pro kriegen das. Ich als 6a-Besitzer kriege das nicht. Also dann kann man nicht Apple den schwarzen Peter zuschieben. Ey, ihr macht das so. Das macht selbst Google hausintern auch, ne? Bei Smartwatches. Und ich wette, das Pixel 6a kann von der Leistung her das alles mitmachen. Aber macht diese Aussage jetzt den Punkt von Apple besser oder schlechter? Nein, natürlich nicht. Na eben, also warum kommt denn immer jemand aus dem Internet und erzählt mir aber die anderen? Nennt man relativieren. Nein. Nee, eben nicht. Ich will es nicht relativieren. So, das ist ja genau der Punkt. Dieses Relativieren ist ja Mist, weil dadurch verschiebst du die Diskussion sofort wieder in eine andere Sparte, anstatt wirklich am Kern der Sache zu bleiben. Apple, warum macht ihr das? Ihr habt dort ein Gerät, das kostet 400 Euro, das hat von der Hardware alles, was es kann. Warum bietet ihr das nicht an? Und nicht, weil Xiaomi das auch nicht kann oder weil Huawei das nicht macht. Wollt ihr euch mit denen vergleichen, Apple? Ernsthaft? Dann müsst ihr aber auf ein ganz anderes Feld kommen. Dann müssen wir mal gucken, was Xiaomi und was Huawei nämlich können. Und wenn man von diesen Pixel-Exclusive spricht, da hast du ja absolut recht. Aber ich habe ja neulich das Xiaomi 12T getestet. Weißt du, wie viele Software-Features das Ding hat, was die Pixel-Geräte nicht mal im Ansatz haben? Ja, das ist halt wieder... So, wo du einfach denkst, was kann dieses Gerät? Neben mir Werbung in Apps einblenden, vielen Dank, Xiaomi. Aber die Bedienoberfläche bei dem 12T, Gott, wie heißt die noch? Das ist die... Man kommt ja immer durcheinander bei diesen Xiaomi MIUI. Das ist die MIUI, genau. Nicht verwechseln mit Oppos UI oder mit wem auch. Das ist die. Aber was diese Bedienoberfläche alles kann, das ist der Wahnsinn. Und da sind einige Punkte sicher drin, die ich ganz gerne auch auf meinem Pixel hätte. Dasselbe gilt übrigens für Samsung. Die One UI bietet dir Features, die ich zum Teil sehr gerne in meinem Pixel hätte, gerade wenn es um die Arbeitswelt geht. Weil die Integration der Microsoft-Dienste in die One UI, die ich als Privatanwender sehr störend finde
Und ich finde es auch sehr störend, Samsung, dass ich die nicht deinstallieren kann. Auf meinem beruflichen Gerät nutze ich die ja. Und ich muss ja die ganzen Microsoft-Dienste nutzen, die SharePoints, die OneDrives, die PowerPoints, die Excels und so weiter. Und da finde ich diese sehr tiefe Integration, dieses, es wird halt nicht gefragt, sondern ich lade irgendwas on, ich lade irgendwas hoch und ich lade das sofort auf dem OneDrive hoch und sofort auf den Firmenservern. Das ist etwas, das fehlt mir zum Beispiel bei den Pixeln. So, das ist, ich glaube, wenn du eine Liste mit 500 Feature-Punkten vorgelegt bekommst, sagst jetzt, wähl dir mal die aus für dein perfektes Smartphone. Und man würde mir dieselbe Liste vorlegen. Das wären zwei völlig unterschiedliche Geräte. Genau, oder die Telefone wären 2 Kilo schwer und doppelt so groß. Ja, absolut. Aber das ist ja genau der Punkt. Aber ich möchte wirklich, wirklich drauf bitten, weil wir hauen oft genug. Also da kann man mir ja auch nun wirklich keinen Vorwurf machen, dass ich Samsung schonen würde. Ich möchte wirklich darum bitten, wenn man mal Kritik an Apple äußert, das nicht sofort um die Ecke. Das gilt grundsätzlich auch da draußen. YouTube-Kommentare, Twitter. Ich brauche dann keine Apple-Fanboys, die sofort um die Ecke kommen und sagen, ja, aber Xiaomi mit dem 150-Euro-Gerät auch. Sorry, das sind zwei verschiedene Sportarten. Darüber sprechen wir nicht. So, und dann nehmt das einfach mal auf und ihr werdet da draußen, liebe Apple-Freunde, auch damit leben müssen, dass es Menschen gibt, die diesen Konzern kritisieren. Und zwar nicht nur aufgrund der Art und Weise, wie die in der Gesellschaft agieren. Das halte ich für eine Katastrophe. Ich halte Apple für sehr, sehr gefährlich. Aber auch, wenn es um die Geräte geht. Wir können jetzt gerne mal über das neueste Update, und wir sprechen mal gleich über Android 13, aber über das neueste Update für das iPhone 14 Pro reden. Dass plötzlich die Akkulaufzeit auf 6 Stunden am Tag reduziert wird. Man weiß nicht, also keiner weiß, woran das liegt. Das war ja zuerst, als das Always-On-Display kam. Da hat man ja immer gesagt, schalte das am besten ab, weil das verbraucht in der ersten Version noch ganz viel Akku. Danach sind ja Updates gekommen, die dieses Problem behoben haben. Mittlerweile läuft das Always-On-Display beim iPhone ja wirklich sehr gut. Man weiß halt nicht, woran es beim 14 Pro liegt, aber die Akkulaufzeit hat sich seit dem letzten Update halbiert. Und was völlig skurril ist, die Kamera. Die Kamera liefert plötzlich Bilder, die immer noch hervorragend. Also die Fotos, die Qualität der Fotos selber ist sehr gut, aber du fotografierst das Meer und das Meer ist plötzlich rot und nicht mehr blau. Du fotografierst den Himmel und der ist plötzlich gelb und nicht blau. Also irgendwas ist da komplett falsch gelaufen. Und leider Gottes ist bei Apple das dann so, dass man diese Fehler anspricht. Dann kommen erstmal ganz viele um die Ecke, sagen, ja, aber bei mir nicht. Das ist ja schön, dass es bei dir nicht so ist. Und dann kommen ganz viele um die Ecke, die sagen, ja, aber Apple schiebt ein Update nach. Und Apple ist mittlerweile so ein großer, ja auch unbeweglicher Dinosaurier. Das dauert einfach viel zu lange. Also Xiaomi baut auch ständig Mist bei ihrer Software, aber da wird dann halt sehr, sehr schnell ein Update hinterhergeschoben, zumindest für die Geräte, für die sich die Hersteller noch interessieren. Ja, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum kann man nicht einfach als Hersteller sagen, okay, wir holen das, hat ja Samsung sehr oft gemacht, dass sie dann Updates zurückgezogen haben. Mussten sie sehr oft machen, ja. Genau. Oder halt, dass wir sagen, hier, wir liefern jetzt mal schnell ein Update nach, was euch das Gerät auf den vorherigen Stand zurücksetzt. Korrekt. Ne? Das ist ja auch ein Problem. Das verstehe ich. Warum machen das die Hersteller nicht? Ich bin zum Beispiel bei meinem Mac. Ich glaube, Ventura heißt die letzte Version. Ich glaube, das heißt, ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß das nicht. Da ist das Update für den Mac gekommen. Apple hat das ja ganz groß angekündigt. Alles ganz toll, alles ganz neu. Das Update ist eine Katastrophe. Es ist eine Umgewöhnung, die ich nicht mag. Aber es war bisher zum Beispiel so, wenn du in die Einstellung gegangen bist, dass du die Einstellung in zwei, drei Reihen sehr groß auf dem Display, also auf dem Bildschirm angezeigt bekommen hast, auf meinem Mac. Jetzt mit der neuen Version, heißt nicht Ventura, mit der neuen Version, da ist das dann so, dass das sieht aus wie auf dem Smartphone. Die ganzen Hinweisbildschirme sind super klein, doch Ventura 13, das sind super klein und so weiter. Ein weiterer Punkt, ich habe viele große Programme auf eine externe Festplatte ausgegliedert. Ich habe mir da eine pfeilschnelle Samsung gekauft, Terabyte, weil ich diese Festplatte auch immer wieder mitnehme. Also ich muss die halt mitnehmen und ich bin dann an einem anderen Mac, ich habe dann aber ganz gerne die Programme da dran.
Ich musste nach dem Update auf Ventura, haben die nicht mehr funktioniert auf der externen Festplatte. Ich habe dann festgestellt, dass ich die externe Festplatte in dem Apple-eigenen Format formatieren muss. Also habe ich die ganzen Programme auf eine weitere externe Festplatte geschoben, habe die Samsung dann auf das Apple-Format formatiert, habe die dann wieder rübergeschoben und habe mich dann gewundert, warum dauert das jetzt 1,5 Stunden? Diese Festplatte ist so unglaublich langsam in diesem Apple-Format, dass ich meinen Rechner wirklich wieder downgegradet habe. Ich bin wieder eine Software-Version zurückgegangen. Das würde ich mir bei relativ vielen, auch grundsätzlich Apps, wünschen. Braucht ja nicht nur das OS sein, aber wenn ich eine App auf meinem Smartphone nutze und ich komme zum Beispiel mit der neuen UI nicht klar. Mir gefällt die neue UI nicht. Oder es sind plötzlich Features weg, dass ich sagen kann, ja, schön, dass du jetzt auf Version 15 geupdatet hast, lieber Hersteller. Ich würde ganz gern wieder die 14.9 nutzen. Weil so groß sind die Sicherheitsfeatures dann auch nicht. Naja, das ist halt wirklich, was immer wieder auffällt, dass dann irgendwelche Updates geschoben werden und dann plötzlich irgendwas nicht funktioniert. Das haben wir ja bei allen Herstellern schon erlebt, ne? Pixel war derselbe. Ich weiß nicht, Pixel 6 war, ich meine jetzt nicht nur Hersteller, nimm Anbieter. Du hast sicherlich bei der Sonos irgendwelche Features in der App gehabt, die irgendwie mit der Version 7 da waren und plötzlich mit der 9 nicht mehr da waren. Das stimmt, ja. Und du einfach gesagt hast, dann würde ich lieber die 7er weiter nutzen. Warum kann ich dann nicht sagen, okay, bitte installiere mir folgende Version? Das wäre doch gut. So, die Twitter-App, plötzlich sind, seit Musk da ist, dreht diese App ja komplett durch. Plötzlich sind irgendwie die Statistiken auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Nein, ich möchte die Twitter-App von vor 6 Monaten wieder nutzen. Und kommt mir nicht mit Sicherheitsproblemen. Ich sehe vollkommen ein, dass ich Sicherheitsprobleme habe, wenn ich eine 5 Jahre alte App nutze. Aber nicht, wenn ich von Version 19 auf 19.5 geupdatet habe. So, ja, das ist jetzt sogar, Android 14 wird ja auch dieses Sideload begrenzen auf nur aktuelle Version, eine App. Da werden ja dann alte Apps, werden ja dann rausfallen. Das heißt, wenn du, wie du gerade eben sagst, ich will von irgendeiner App die alte Version nutzen, weil die bessere Features hatte, geht das irgendwann in Android, in der nächsten Android-Version, also 14, wird das nicht mehr möglich sein, weil im Moment bist du da frei. Du kannst dir aus dem Internet alle möglichen APKs runterladen und installieren. Weißt du, guck, woher und wie alt, egal wie alt, das wird dann nicht mehr funktionieren. Also schränkt auch da Google leider Gottes das ein bisschen weiter ein, was es schon wieder ein bisschen unflexibel macht. Und gerade das finde ich ja so genial bei Android, dass du halt dann da wirklich springen kannst zwischen den Welten. Aber du kannst wirklich dir überall her, da gibt's ja APK Mirror, ist ja die bekannteste Seite. Und gerade so bei Google Fit oder so Dingen, ne, da konntest du dir wirklich alte Versionen herunterladen und installieren, wo halt noch Features vorhanden waren, die in den neuen Versionen nicht mehr vorhanden waren. Das fand ich schon ziemlich cool. Also ganz so ist das nicht richtig. Es wird ein Stück weit eingeschränkt und zwar wird, ich glaube, zurzeit sind das 10 Jahre, es wird auf 5 Jahre begrenzt. Also du kannst dir eine 5 Jahre alte App auch in Zukunft runterladen und ausführen lassen. So, und das ist, denke ich, immer noch völlig okay. Wer jetzt sagt, ich habe halt eine App, die nutze ich seit 8 Jahren unupgedatet, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann solltest du dir halt ein älteres Smartphone zulegen. So, also rein aus Sicherheitsaspekten würde ich jetzt keine 8 Jahre alte App mehr nutzen. Das stimmt auch nicht, ja. So, die werden das jetzt auf 5 Jahren begrenzen und du wirst einen weiteren Schalter umlegen müssen. Zurzeit ist das ja so, wenn du eine App dir aus dem Internet runterlädst, eine APK, dass dann das Gerät sagt, hier, die kann ich ausgeben oder möchtest du diese App ausführen, die kommt aus einer unsicheren Quelle. Und dann musst du einmal bestätigen, dass du die ausführen lassen möchtest und dann wird sie ausgeführt. In Zukunft wird das so sein, dass dann bei Android 14 ein weiterer Schalter davor sein wird. Und den wirst du dann auch umlegen müssen. Was nebenbei auch versicherungstechnische Gründe hat. Man darf ja nicht vergessen, dass Google auch in den USA verkauft. Und wenn du dort eine 10 Jahre alte App runterlädst, die aus irgendeiner obskuren russischen Quelle kommt, dann wärst du wahrscheinlich durchaus in der Lage, Android zu verklagen, wenn diese App dir dein Konto leergeräumt hat. Und du würdest vor irgendeinem texanischen Gericht vielleicht auch Recht bekommen. Deshalb glaube ich, hast du schon mal eine Mikrowelle in den USA gesehen? Oh ja, da ist die Anleitung größer als die Mikrowelle. Da stehen Hinweisschilder, Aufkleber drauf, dass du da keine Kinder und Katzen reintun darfst. Naja, muss man eine Anleitung angucken aus Amerika. Die ist wirklich größer als der Karton selbst, ne? Das ist der Wahnsinn. Apropos der Wahnsinn, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Es sind jetzt in der letzten Woche bei diversen Blogs, Webseiten, Fachmagazinen wie Chip. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem letzten Video das kenntlich genug gemacht habe, dass ich Chip halt nicht als Fachmagazin anerkenne. Spam-Schleuder.
Ach, ja, es ist eine Katastrophe. Die, also, ernst, also nochmal, ich glaube, die heißt Netz sowieso heißt irgendeine Zeitung. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, meine Fitnessdaten also übereinander oder mit verschiedenen Apps in einem System praktisch zu vereinen. Da gibt das ja von Google diese DD-App, die Health Connect. Genau. Und leider Gottes muss ich sagen, ich habe diese App unterschätzt. Ich nutze sie seitdem sie erschienen ist, also seit 3 Monaten. Ich habe sie wirklich unterschätzt. Ich habe halt irgendwo geguckt, ich möchte meine Fitbit, ich möchte meine Galaxy, also ich möchte die Daten von Samsung Health und von Huawei Health in die Fitbit-App bekommen. Weil die Fitbit-App, das ist ja die App, die ich mit dem Pixel nutze. Und ich halte die Fitbit-App für richtig, richtig gut, oder nein, die Huawei Health-App gefällt mir von der App her noch besser, die Daten sind und so weiter. Mir gefällt diese Community bei Fitbit aber richtig gut. Also diese Community ist richtig toll und das finde ich super und deshalb möchte ich meine Daten. So. Jetzt habe ich eine Anleitung gesucht und da hat mir dann irgendein Netzwelt war das, glaube ich, hat mir eine Anleitung vorgeschlagen, wie das geht. Und da muss man sich folgende App runterladen und dann funktioniert das. Und dann klickst du da drauf. Anleitung lautet, wie ich Samsung Health in Fitbit bekomme. Jeder weiß, Samsung Health Fitbit ist also Android. Die App, die sie mir vorgeschlagen haben, ist fürs iPhone gewesen. Ich habe da 5-mal auf den Link geklickt, weil ich gedacht, das kann doch nicht sein. Samsung Health auf dem iPhone? What the heck? Und das war dann, die haben dann eine Anleitung geschrieben, wo genau drin steht, Samsung Health auf Fitbit, wie das geht, klicken Sie da drauf, diese App, und dann landest du auf einer Seite, wo eine App ist, die Apple Health in Fitbit überträgt. Ziemlich bescheuert. Die Und haben Health ja kommt. zu allem irgendein Thema. Das ist ja echt, du suchst nach Fußpilz, da haben sie ein Thema, dann suchst du wieder einen Fernseher an die Wand montierst, findest du Anleitung, die haben ja zu allem eine Die haben Anleitung. mittlerweile Völlig irre. Anleitungen für Fahrräder, wo ich mir den Typen anschaue, der das geschrieben hat und weiß, der ist in seinem Leben noch nie Fahrrad gefahren. Ja, oder halt dann Autor ChatGPT. Ja, Das kommt ja jetzt wahrscheinlich immer öfter vor. Ich am glaube, Ende des dafür, Tages. das ist so Dinge, das ist so Zeug. Am Ende des Tages wird das dann ganz genau so sein, dass die Google Health oder die Health Connect App mittlerweile richtig gut funktioniert. Ich glaube, die heißt Health Connect. Health Connect, ja, haben wir auch einen Artikel dazu. Weil die App ist schon sehr alt. Die ist schon etwas älter. Nee, nein, 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 nein. Diese Du neue, meinst diese Brücke von Google. Health Link. Health Link Nee, ist, Health Connect heißt die die. ist 3 Monate alt und ist immer noch im Beta-Stadium. Die Ist ist nicht. schon, egal. Haben wir einen Artikel zu. Ja, Health Connect ist vor 3 Monaten erschienen und ist immer noch im Beta-Stadium. Und dann gibt es noch Health Connect. Die App kostet irgendwie 1 Euro etwas und die macht das fantastisch. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen, dass in der letzten Woche in all diesen Fachmagazinen Artikel aufgeploppt sind, die gesagt haben, Android 13 ist erst auf 5,x% aller Android-Geräten installiert. Buh, Google, buh, buh, buh. Und ich habe diese Artikel gelesen und habe dann kurz mal meine Geräte mir angeschaut. So, und dann habe ich hier ein Pixel 4a liegen, habe ein Pixel 7 liegen, Asus Zenfone. Ich habe hier zwei Samsungs liegen. Nebenbei das Mittelklasse-Gerät Galaxy, ne, Galaxy heißen die überhaupt? Ne, gar nicht wahr. A52S. Dachte ich, 100% meiner Geräte sind auf Android 13 geupdatet. Wieso regt man sich dann darüber auf? Und dann habe ich mal nachgeschaut, ne, neben dem Zenfone 9 und den Flaggschiffen von Sony, dem Xperia 5 und dem Xperia One. Dann guckst du dir bei Xiaomi die Flaggschiffe an und stellst fest, selbst das Zenfone 9 sind alle auf Android 13 geupdatet. Wieso sind das dann nur 5%? Und dann fiel mir auf, klar, unter diesen Android-Geräten gibt das natürlich auch irgendwelche Realmes, die 150 Euro kosten und die in Indien oder im brasilianischen Dschungel verkauft werden. Und jetzt stellt sich mir die Frage, sind diese Zahlen nicht falsch? Also die Zahlen stimmen, Es ist eine Frage der Interpretation. Siehst du die 5% als positiv, weil es ist nachweisbar, dass Android 13 diesen Sprung auf 5% sehr schnell geschafft hat. Das hat bisher keine Version vorher geschafft. Also ist das schon mal positiv zu werten. Negativ, wenn du es dann als das Halbglas leer siehst, sagst du, es sind ja nur 5% der Geräte. Man muss aber mal überlegen, wie viele Milliarden Geräte mit Android laufen.
Und sei es zum Beispiel so Smart Displays, alte Tablets, die noch hier als Wetterstationen fungieren, da habe ich ja mal einen Artikel drüber geschrieben. Ja, ne? Stimmt. Dieses Tablet läuft heute noch bei mir. Da ist Android 7 drauf. Ich gehöre zu dieser ganz großen Masse. Das Gerät läuft ja per se. Wie wir schon vorhin gesagt haben, die Hardware läuft. Die Software ist halt ein bisschen behäbig, aber für so ein Smart Display, für das, was ich brauche, für die Wetteranzeige, immer noch vollkommen ausreichend. Aber die spielen ja genauso eine Rolle in dieser Statistik, weil sie auch täglich auf den Play Store zugreifen, auch wenn sie mit einer alten Version rumlaufen. Da gibt es Milliarden Geräte da draußen, ne, die irgendwann mal angemeldet waren und die vielleicht sogar noch aktuell jetzt im Play Store zugegen sind und damit gezählt werden. Das vergisst man halt dann. Und dann werden die 5% auf einmal eine ganz andere Summe, weil diese 5%, wie viele Geräte repräsentierten das? Das sind eben meistens hochpreisige Geräte, aber die, wie du sagst, in Indien oder in China. Beste Beispiel war Apple, oder nicht Apple, Google hat damals Android One hieß es, ne? Dieses super eingeschränkte Betriebssystem mit den Grundfunktionen, so wie damals die Feature-Phones von Nokia waren, eben für die abgelegenen Orte der Welt, die eben keine Apps und so einen Scheiß brauchen, die dann wirklich so rudimentäre Telefonfunktionen haben, die werden da auch mit reingezählt. Und das sind Millionen, aber Millionen von Geräten, die eben nur 20 Euro kosten oder 30 Euro. Ich glaube, das erste Telefon mit Android One war 9,95 € oder was es gekostet hat, umgerechnet, oder ja, 19 genau, Euro, genau. Ne, dass eben dann die armen Länder, die ärmsten der Armen, dann auch mal in den Genuss von einem Smartphone kommen konnten. Da interessiert sich keiner für Android 13. Frag mal irgendwo da, hast du Android 13? Was ist das? Die Frage ist natürlich, was klickt besser? Ja, genau. Ne? Und also grundsätzlich, so sehr wir auch auf Samsung drauf haben, wobei Samsung manchmal auch ein falsches Bild von uns hat. Also ich finde zum Beispiel, dass unsere Tests zur Galaxy Watch 5 Pro oder zum Flip 4 waren ja durchaus positiv. Aber wenn man bei Samsung sich mal anschaut, dass die auf 40 verschiedene Geräte in Android 13 gebracht haben, innerhalb von 8 Wochen. Hätte mir das vor 5 Jahren jemand gesagt. Übrigens, Samsung wird die neueste Android-Version innerhalb von 8 Wochen auf fast alle ihre Geräte bringen. Würde ich sagen, seid ihr bescheuert? Nein, Samsung was ist für ein, nicht. Was das für ein Aufwand bedeutet? Ja, weil das ist ja nicht irgendwie 5 verschiedene Geräte, sondern das ist ja wirklich von einem A52 mit irgendeinem, ich glaube, da ist ein Snapdragon drin, bis hoch zu den Ultras mit ihren Exynos-Prozessoren. Du musst ja bei der Galaxy-Serie sogar schon 2 verschiedene Prozessoren beachten. Du hast Exynos in Europa, du hast die Snapdragons im Rest der Welt. Das ist eine fantastische Leistung. Und ja, natürlich kann man sich drüber aufregen. Das ist so typisch deutsch. Wir meckern über die, es sind ja nur 5% und nicht zu sagen, oh geil, 5%, wow. Ne? Und jetzt muss man mal sagen, wer sich dann auch mal mit deutscher Software auseinandergesetzt hat. Du hast diese Woche gerade eine Anleitung geschrieben, wie man seine Artikel bei der VG Wort eingibt. Und wer einmal das Backend der VG Wort gesehen hat, wo man seine Artikel dort einträgt und wie man das macht, ey, das ist Raketenwissenschaft. So, und von solchen Leuten, die so etwas herstellen, wird dann über Android gemeckert und 5%, weil ich dann denke, was habt ihr sie noch alle? Ja, oder wie sagst du immer, wenn du bei deiner Mutter oder bei sonst irgendeinen Personen mal guckst, wie viele Updates zu installieren sind, da muss ich gar nicht gucken. Mein Sohn, ja, hat ein iPhone und dann gucke ich, ey, Freund, du hast 48 Updates. Ja, und? Die breite Masse interessiert sich auch gar nicht dafür. Das ist nur diese kleine Bubble, die sich dafür interessiert. Nur 5% auf Android 13, das gibt's doch gar nicht, ne? Weil 95% der Leute interessiert halt überhaupt nicht, was sie haben. Hauptsache, die Karre läuft. Es ist zum Beispiel zur Zeit in einer meiner Twitter-Bubblen, da geht's um einen Autohersteller und die haben jetzt über Nacht eine neue UI für das Bedienen, also für die Displays im Auto rausgerollt. Weißt du, wie die Leute sich darüber aufregen? Wie sieht denn das aus? Das ist ja total hässlich, das gefällt mir nicht. Andere irgendwie, guck mal, jetzt haben die Knöpfe im Auto verschiedenste Funktionen, das ist ja mega. So, da geht's halt hin und her. Und das macht diese Sache ja auch so spannend, weil zurzeit ist die Technikwelt tatsächlich ein bisschen unspannend. Aber dieses ewige Gemecker, das geht mir so ein bisschen wirklich. Ich habe neulich schrieb eine gute Bekannte von mir, nachdem Twitter hat ja die Dritt- oder die Zweitanbieter-Apps, Tweetbot und wie sie alle heißen, gestrichen. Ja. Also sie dürfen ja nicht mehr so. Und die meisten Apple-Nutzer nutzen seit Jahren und Jahrzehnten Tweetbot, weil sie die Twitter-App hässlich finden. Da schrieb die dann auf Twitter,
So, ich bin jetzt mit der Twitter-App irgendwie hier auf Twitter drin. Ich kann Tweetbot nicht mehr nutzen. Also damit komme ich nicht klar. Dann werde ich mich jetzt von Twitter verabschieden. Da habe ich dann darauf geantwortet, ey, wenn du damit schon nicht klarkommst, dann werden wir sowas wie Klimawandel mit dir nicht machen können. Dann müssen wir das ausfallen lassen. Weil wenn du mit so etwas schon nicht klarkommst, und häufig ist das ja wirklich nur ein sich einstellen oder umstellen auf etwas Neues. Und häufig ist das ja auch so, dass dort dann Features ausgerollt werden, von denen man noch gar nicht weiß, wie man sie oder dass man sie eigentlich benötigt. Und man muss sich dann halt umstellen. Und das ist alles doof. Und ich sehe ja als jemand, der so beide Betriebssysteme, also der die Apple-Welt nutzt und der die Android-Welt nutzt, ich sehe ja immer wieder, wie sehr sich beide annähern. Ne? Apple macht einen Schritt auf Android zu und übernimmt ganz, ganz viele Dinge. Man könnte sagen, kopiert ganz, ganz viele Dinge von Android. Dann im nächsten Update macht Android, geht dann wieder auf Apple zu und übernimmt Dinge von Apple und so weiter und so weiter. Das ist für mich total gut, weil ich bin ja in beiden Systemen zu Hause, dass ich endlich beim iPhone sagen kann, oh, endlich haben die ein Always-On-Display. Alter, seit 10 Jahren sage ich, so endlich haben die das. Das ist einfach total sinnvoll. Und endlich gibt das diese Ordnerstruktur und, und. Und da sagen mir dann iPhone-Nutzer, Langjährige, das ist total blöd. Das ist total doof, das sieht doof aus und das kenne ich so nicht. So wie wir hier oben im Norden sagen, was der Bauer nicht kennt, das fred ich nicht. So, aber wie Charles Darwin schon geschrieben hat, Survival of the Fittest. Nur die Anpassungsfähigen werden überleben. Ganz einfach. Und das machen die Hersteller. Die passen sich ja an. Man muss nur aufpassen, dass die nicht alle gleich werden. Na, dass man dann überhaupt keine Unterschiede mehr sieht. Auf der anderen Seite, wenn Android immer mehr zu Apple wird und Apple immer mehr zu Android wird, dann bietet das natürlich wirklich die Möglichkeit für einen dritten Hersteller da so reinzusneaken, oder? Ja, absolut. Weil das beklagst du ja auch schon immer wieder, dass du sagst, es fehlt eigentlich noch ein dritter und ein vierter Anbieter. Genau. Der es mal dann anders macht. Der vielleicht mal ein bisschen frischen Wind in die Kiste reinbringt, weil ganz zu Beginn der Aufnahme haben wir ja gesagt hier, dass wir dass Features von Xiaomi bei Samsung fehlen, umgekehrt, oder bei Pixel und so weiter, oder bei iOS und umgekehrt. Ne? Aber wenn jetzt die ganzen Features überall wären, ne, hätten wir diese Gleichheit der Betriebssysteme, das wäre schon wieder langweilig. Aber du musst halt wirklich viel Zeit darauf verwenden, was verlangst du eigentlich von einem Betriebssystem? Was ist dir wichtig? Und da musst du dir das Gerät danach suchen, was dir wichtig ist. Ja, das ist ja beim Autokauf genauso. Ich mache mir jetzt erst Gedanken, was für ein Auto brauche ich überhaupt? Reicht mir ein kleiner oder brauche ich einen großen? Ja, danach kaufe ich dann das Auto. Ich kaufe ja nicht mir ein Auto und dann zu sagen, oh scheiße, der passt ja gar nicht in meine Garage, weil der viel zu groß ist. Oder Mist, jetzt habe ich mir so ein sagen wir mal, so 400, 500 gekauft und bin aber Handwerker, passt auch nicht so ganz zu mir. Muss ich mir vorher Gedanken machen. Aber wir haben immer noch Platz für 1-2 alternative Betriebssysteme. Windows Phone hat es ja leider Gottes nicht geschafft. Guck mal, das war mal ein komplett anderer Ansatz. Ja, genau. Und er war richtig gut. Der war richtig gut. Und ich finde, also gerade in der mobilen Welt, also gerade bei, wir reden ja immer noch von, also ein Windows Phone-Gerät mit einem, ich sag mal, 5,96 Zoll großen Display. Dafür wäre so etwas wie Windows Phone perfekt. Ja, oder BlackBerry OS damals. Ja. Datenschutz hat ja gerade in der heutigen Zeit, wird es ja immer, immer wichtiger. Zumindest kriegen wir es vorgelebt, dass Datenschutz über alles geht. Ne? Wir mauern uns ja ein für Datenschutz. Das ist ja wirklich teilweise absurd. Warum hat so ein Betriebssystem, was wirklich für Firmenkunden oder Firmennutzer war, wirklich perfekt integriert war, warum hat es nicht überlebt? Ne, weil den Leuten dann wahrscheinlich der Datenschutz doch zu weit ging und dann, jetzt schreiben wir nach, jetzt müsste BlackBerry eigentlich wieder kommen und sagen, wir bringen es jetzt wieder für Firmenkunden, machen wir für euch das perfekte Smartphone, was nur für Firmen funktioniert. Ich glaube, es würde heutzutage funktionieren, wenn man das halt richtig kommuniziert und auch richtig umsetzt, ein gescheites Gerät, ne, eben was Kompaktes, nicht so ein Riesenklopper. Wir hätten Platz und es würde funktionieren. Da wette ich drauf. Das glaube ich tatsächlich nicht. Meinst du? Nee, und zwar, wir haben vor 10 Jahren, haben wir immer gesagt, B2B, also Business to Business. Und das, was die Leute dann im Geschäftsleben nutzen und ihnen dort gefällt, das nutzen sie dann auch im B2C, also Business to Consumer. Das wird dann für die Konsumenten ausgerollt.
durch die Smartphones hat sich das komplett geändert. Es hat sich einmal gedreht. Heute ist B2C, also Business to Consumer. Das, was du als Konsument, als Privatmensch gerne nutzt, das möchtest du auch im Geschäftsalltag nutzen. Einfaches Beispiel, der Google-Kalender. Ich hänge gerade da dran, ich muss hier beruflich zwei verschiedene Kalender führen. Einen vom Kunden und einen von meiner Firma, wo verschiedenste Termine drin sind. Dann gibt es noch einen dritten privaten Kalender, das ist mein Google-Kalender. Mir fällt immer wieder auf, dass die beruflichen Kalender, die über Outlook laufen, eine Katastrophe sind im Vergleich zu dem kostenlosen Google-Kalender. Und zwar nur für mich, das gilt für die meisten da draußen nicht, aber nur für mich, weil ich nutze ein Pixel. Und die Art und Weise, wie das Pixel mit dem At-the-Glance-Widget, mit den Benachrichtigungen und so weiter, mit den Kalendernotizen umgeht, das ist fantastisch. Das fehlt mir bei meiner beruflichen Geschichte. Und ich glaube nicht, dass für eine berufliche Software, so etwas wie BlackBerry, heute noch wirklich Platz wäre. Ich glaube, wenn BlackBerry sich komplett auf die Konsumenten konzentriert hätte und eben den Business-Bereich außen vor gelassen hätte und das mit in die Consumer-Elektronik reingepackt hätte, dann hätte es funktioniert, aber am Ende des Tages wirst du heute nur erfolgreich, wenn du TikTok auf deinem Smartphone laufen lässt. Okay, also du meinst, dass es diese Abgrenzung. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben da letzte Woche das schon kurz angeschnitten. Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe vor einigen, also als ich mit meinem iPhone unterwegs war, habe ich damals, habe ich meine, ich wollte meine Firmen-E-Mail und den ganzen Kram auf meinem privaten Gerät haben. So, das funktioniert beim iPhone folgendermaßen. Das ist natürlich alles Microsoft administriert, weil alle Unternehmen mit Outlook und so weiter arbeiten. Das heißt, du lädst dir beim iPhone eine App runter. Über diese App landest du dann praktisch oder mit dieser App zertifizierst du dein Gerät, dass die Apps, die du dir dann runterlädst, Outlook, Kalender, SharePoint und so weiter, von der Firma zertifiziert werden. Die Firmen haben dort keinen Zugriff drauf, also sie können nicht sehen, was du machst. Die Firmen können aber zur Not diese Apps dann fern deinstallieren. Das heißt, wenn ich aus dem Unternehmen ausscheide und mein Gerät nicht zurückgebe, dass dann die IT einfach die Dinger löschen kann. Weil das Switch, ist ja, so eine Art. Genau. So, aber nur die Apps, die du halt über diesen Firmenbereich runterlädst. Also das wollte ich jetzt auf meinem Pixel auch haben. Habe ich mich die letzten zwei Jahre überhaupt nicht drum gekümmert, weil ich einfach im Homeoffice saß. Jetzt hat sich mein Job geändert. Das heißt, ich werde jetzt zur Hälfte der Zeit bin ich halt in Deutschland weit unterwegs oder in Norddeutschland. Das heißt, ich brauche jetzt wieder meine ganzen und ich will keine zwei Handys mitschleppen. Ich habe das A52 als Firmenhandy und mein Pixel als Privathandy. Ein weiterer Punkt, kommst du am Samstag in die Kneipe oder kommst du am Samstag zum Fußball? Dann muss ich halt erstmal wieder nach oben rennen, mein Firmenhandy am Wochenende, das dann irgendwie starten, gucken, habe ich da überhaupt Zeit oder wo bin ich da? Ich möchte also die Geräte, die Termine auf meinem privaten Gerät haben. Da rufe ich bei mir eine IT an und sage, pass auf Leute, das und das möchte ich gerne. Ich habe das gesehen, das geht beim iPhone. Ja, sagt er zu mir, dann lädst du dir einfach diese App runter und dann gibst du die Sicherheitscodes ein und so weiter. Ja, ich nutze aber kein iPhone mehr, ich habe jetzt einen Pixel. Das ist ja ganz einfach. Du fügst einfach das Firmenkonto als weiteres Konto hinzu. Und ich so, und dann? Ja, dann bist du fertig. Aber und dann öffnet und dann installiert, du musst da nichts machen, du machst da gar nichts. Dann installiert sich auf dem Pixel ein weiterer Bereich. Wenn du zum Beispiel in den Schnellstarteinstellungen bist, also wo diese Kacheln sind, du ziehst die Taskleiste runter oder die Benachrichtigungsleiste und bist dann in den Schnellstarteinstellungen, dann gibt das dort plötzlich einen Button, der heißt geschäftliche Apps. Und der ist ein- oder ausgeschaltet. Und mit diesem Button geschäftliche Apps kannst du deine Firmen-Apps ein- oder ausschalten. Wie lädst du dir jetzt deine Firmen-Apps, dein Firmen-SharePoint, dein Firmen-OneDrive, dein Firmen-Outlook und so weiter runter? Du hast im App Store, also im Google Play Store, einen eigenen Bereich. Es wirst gefragt, möchtest du die Sachen von wo runterladen? Und dann gibt es den Bereich Apps, die von deiner Firma vorgesehen sind oder die von deiner Firma freigeschaltet sind. Die lädst du in einem Schwung runter. Du brauchst dann auch nichts mehr zertifizieren lassen und so weiter. Das geschieht einmalig durch die Authentifikation, wenn du dein Konto dort in deinem Gerät eingegeben hast. Wenn ich jetzt auf Anrufen klicke,
dann werde ich gefragt oder kann gefragt werden, weil das Gerät merkt sich das, beim ersten Mal werde ich gefragt, möchtest du die Nummer geschäftlich oder privat anrufen? Dieses geschäftlich oder privat bindet sich ganz, ganz tief in das Gerät ein. Es geht sogar so weit, dass ich dort Aktionen hinterlegen kann. Ich kann sagen, auch über ganz, ganz einfache Killswitch-Schalter, ich arbeite von 7 bis 17 Uhr, ab 17 Uhr schalte bitte alle Firmen-Apps aus. Und am Wochenende schalte bitte alle Firmen-Apps aus. Und dann werden automatisiert, wie mein Schlaftimer, ne, der morgens meinen Wecker stellt, wird dann um Punkt 17 Uhr werden alle Firmen-Apps ausgeschaltet. Ich bekomme keine Benachrichtigungen mehr. Nichts ist schlimmer als irgendein verrückter Amerikaner, der meint irgendwie nachts um 4 meine E-Mail schreiben zu müssen. Bekomme ich alles nicht. Das kommt alles erst dann rein, wenn sich der Firmen-Account praktisch am Morgen wieder selbstständig einschaltet. Das ist so fantastisch und so elegant und so einfach gelöst. Das ist Bestandteil von Android, wahrscheinlich schon seit Android 12, weil Android 12 war ja wirklich ein großer, großer Neustart. Aber bei Android 13 ist er halt mit dabei und ich genieße das sehr. Auch diese Funktion am Apps, wusstest du, dass du Apps ausschalten kannst? Und zwar mit einem Klick bei Android? Ich weiß, das kannst du vorkonfigurieren, dass sie dann irgendwie im Standby laufen oder im Akku, also wenn das Display aus ist. Ich habe hier die Spotify-App oder die YouTube-App. Und wenn ich jetzt auf dem Homescreen länger auf diese App draufklicke, dann öffnet sich ja dieses kleine Fenster. Ja. Oder so. Und hast du auf der rechten Seite das i mit Informationen und auf der linken Seite hast du ein Symbol, das ich nie beachtet habe. Dieses Symbol ist eine Sanduhr. Du klickst auf diese Sanduhr und dann kannst du sagen, die App ausschalten. Und dann wird die App, alle Benachrichtigungen, alles wird dann ausgeschaltet. Und sobald du die App wieder anklickst, ist sie wieder eingeführt. Also wird sie wieder ausgeführt. Das ist etwas, das kannte ich bis heute oder bis vor wenigen Wochen gar nicht. Wahrscheinlich wird jetzt jeder draußen sagen, bist du dumm. Aber das sind so diese Kleinigkeiten bei Android 13. Wahrscheinlich war es sogar schon bei Android 12 da, ich weiß es nicht. Weil ich habe hier nämlich kein Gerät mehr mit Android 12. Also das sind so diese Kleinigkeiten, die mir wirklich bei Android super gut gefallen. Und wahrscheinlich geht das auch beim iPhone. Ich frage es nur wie, ne? Also ich wüsste es jetzt nicht. Wenn ihr wisst, dann Kommentare rein. Interessiert uns sehr das Thema. Aber das ist klar, weil stimmt, ich da führt ja das natürlich wieder dazu, das dass du ein reines Firmentelefon machst. Genau, ich werde ja früher oder später wieder das iPhone beruflich nutzen müssen. Und nicht, weil ich es nutzen will, sondern einfach, weil ich eben auch mitreden können muss. Ja, ich muss ja wissen, was ich bei Apple zu kritisieren habe, weil so viele kritisieren Apple ja nicht. Also muss es ja zumindest mich geben, der das weiterhin macht. Und da möchte ich das aber auch so einfach haben. Und ich weiß, dass diese ganzen Automationen, gegebenenfalls ist das jetzt mit iOS, wo sind wir jetzt bei iOS? 13. Bei iOS 3? iOS 16. So, iOS 16. 16, gegebenenfalls ist das ein bisschen einfacher geworden, das weiß ich nicht. Ich weiß, bei iOS 15 waren diese Automationen eigentlich faktisch nicht nutzbar, weil das so kompliziert war. Ich glaube, da hast du auch mal einen Artikel geschrieben drüber, wie man das machen kann. Ich finde es immer noch unglaublich kompliziert. mit Automation meine ich genau das. Ne? Ich kann bei Android ja sagen, es gibt zum Beispiel diese App Bring, meine Einkaufsliste. Und ich kann sagen, sobald ich in meinem Supermarkt bin, öffne Bring. Ne? Also ortsabhängig. Ja. So, und weil ich vergesse das immer, wenn ich einkaufen bin. Aber sobald ich einen Supermarkt betrete, weiß das Smartphone, wo ich bin und öffnet automatisch die App Bing und macht so ein Piep. Und dann brauche ich auch nur auf meine Uhr gucken und dann sehe ich meine Einkaufsliste. Das geht auch bei iOS. Ich glaube, das ging sogar vor Android bei iOS. Aber es ist so kompliziert, das dort einzurichten. Übrigens bei Samsung ist das genauso kompliziert. Samsung hat da ja auch wieder zwei Wege. Den Samsung-Weg und den Android-Weg. Auch eine Sache, die ein Stück weit nervt. Das stimmt ja. Es könnte alles ein bisschen einfacher sein. Es könnte alles ein bisschen einfacher sein. Ja, gerade für diese Firmengeschichte ist es bestimmt sehr interessant, weil viele Leute wollen keine zwei Telefone haben. Andere Leute wollen das ganz bewusst zweigeteilt haben. Und dann gibt es wieder andere Firmen, die dann sagen, weder iOS ist toll, weder noch Android ist toll. Dann wäre so ein drittes Betriebssystem vielleicht ganz toll, was sich speziell jetzt für Firmenkunden oder an Firmenkunden richtet. Platz ist genügend. Ne? Also es muss nur einer mal die Eier beweisen und mal machen und vielleicht auch mal neue Ansätze, wo dann andere, die Etablierten dann sagen, oh, die Idee ist gut, ne? Das könnten wir eigentlich übernehmen, adaptieren. Absolut, du darfst bei diesen ganzen Firmengeschichten eins nicht vergessen, dass es ist sehr einfach, ein Betriebssystem zu bringen, ich weiß nicht, wie einfach das ist, auf dem TikTok läuft, so, weil da ist ja nichts an Sicherheit hinter. Wenn du allerdings in ein Firmennetzwerk rein willst,
Das ist, ich glaube, das ist mittlerweile so unglaublich kompliziert und schwierig. Ich sehe das jetzt bei dem einen Kunden, wie wahnsinnig. Also allein um dort ins Firmennetzwerk zu kommen, von einem Ort, der nicht die Firma ist, also wenn ich halt nicht vor Ort bin, sondern von außerhalb. VPNs über VPNs musst du da laufen. Es ist alles nicht so einfach. Wir wollten eigentlich noch über ein ChatGPT sprechen. Ich Genau, glaube, aber das das. werden wir mal für nächste Woche uns auf die Fahnen schreiben, weil wir sind ja jetzt mittlerweile schon bei einer Stunde. Genau, das war Und unsere Einleitung. ich würde ganz gerne noch über das Oppo Find N Flip sprechen. Oppo Find N 2 Flip sprechen, weil ich finde das Gerät fantastisch schön. Genau, da gibt es jetzt die neuesten Gerüchte, dass es doch international kommen würde. Es war ja immer bislang nur bekannt, dass es halt in Asien kommen wird, der Heimat von Oppo. Und jetzt verdichten sich immer mehr die Hinweise darauf, dass es wirklich international kommen könnte. Soll wohl auf dem MWC soweit sein, findet vom 27. Februar bis 2. März statt. Und jetzt ist so eine ganz große Hoffnung, dass das wirklich international kommt. Wäre natürlich ein richtig geiler Player gegen das Galaxy Flip 4, haben wir beide getestet. Ist auch ein Klapptelefon, das Find N2? Genau, selbe Bauart. Der riesige Unterschied ist, was ja ich bemängelt habe beim Flip 4, wenn du schließt, dass es immer noch diesen Spalt hat. Und das hat dieses Flip von Oppo eben nicht mehr. Na, das ist halt das Geniale, es schließt bündig. Und jetzt, ja? Und Und ich hab einen Tweet von jemandem gelesen und da habe ich gefragt, hat der Typ da recht oder nicht? Pass auf, stell dir vor, du trägst das Gerät ja in der Hosentasche. ja. Und da sammeln sich ja auch immer wieder Dreck und Münzen und was auch immer. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Münze in einem Gerät, was komplett schließt. Das gibt Und du Probleme. hast eine Münze in einem Gerät, was einen Spalt hat. Da fällt's raus. Siehst du? Und jetzt vom Münzen mal ab, kleine Steine oder was auch immer. Ich glaube, ein Gerät, was du hast einen kleinen Stein irgendwie und das Gerät irgendwie dazwischen oder Sand und du machst das Gerät wirklich zu und das schließt bündig ab. Da macht's knack. Bei einem Gerät, was hinten so einen Spalt hat, da hast du immer noch die Möglichkeit, dass der Quatsch da rausfällt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das nicht ein Sicherheitsfeature von Samsung ist. Geiler sieht's natürlich beim Find N2 aus. Vor allem macht es halt auch die ganze Sache ein bisschen schlanker, ne? Ja, Also das stimmt. Wobei diesen man. Spalt von einem Millimeter, den Spaß halt an Dicke. Okay, wir sind nur Peter, Millimeter. du bist jahrelang mit einem N95 in der Hose rumgelaufen. Das war ein Slider. Ja, also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das Galaxy Z Flip 4 wirklich so fett ist. Also Nein, das ist wirklich eine, das, wir bewegen uns da im Millimeterbereich, wenn ich überhaupt, ne? ich, Also ich frage wahrscheinlich mich eher es, ich Zehntel. frag mich halt, das Find N2 sieht ein Stück weit dadurch, dass es komplett schließt, halt eleganter aus. Ich frage mich aber wirklich, was ist mit den Sicherheitsfeatures? Weil auch die werden ja so ein sehr weiches Glas, in Anführungsstrichen, Glas benutzen, weil sonst kriegst du das ja nicht gebogen. Oder stell dir vor, du knallst das zu in der Hosentasche und da kommt ein Schlüssel rein. Oder was? Ich glaube einfach, dass die Gefahr dadurch, dass es kaputt geht, größer ist. Aber das wird man dann auch erst sehen, wenn dieses Gerät dann auch wirklich mal weltweit ausgerollt wird, oder? Wobei ich die Frage stelle, wann klappst du ein Telefon in die Hosentasche auf und dann wieder zu? Ne? Also du Ja, klappst es so, wenn du außen. so als alter Rapper wie ich deine Baggy Pants trägst. Ach so, wo du. Ach so, ah, okay. Deine Hosentaschen so groß sind wie normalerweise Rucksäcke. Ja, muss Alles ich klar, ja. Ich habe ja eine verstehe ich. Zeit lang ein iPhone genutzt. Da brauche ich ja so große Hosentasche, weil in eine normale Hosentasche passt so ein iPhone ja nicht rein. Wenn der Markus nur gegen Apple schimpfen kann. Dieses Unternehmen ist so unglaublich und die Leute feiern es. Ich verstehe es nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mich heute auf den Weg in einen Apple Store machen, um ein Dis nur das, die Rückseite, ich rede nur von der Glasrückseite, reparieren zu lassen. Ich bin mal gespannt, was der Apple Store dafür nimmt, denn du kannst auf der Webseite, wenn du dort einen Termin machst, keine Preise sehen. Ich bin äußerst gespannt. Das heißt, ich brauche kein Display, ich brauche nur die Glasrückseite. Ich Ich bin rechne mal mit gespannt 300 hier. Euro. Das interessiert mich auch mal. Das Find and Flip wird den MediaTek Dimension 9000 Plus bekommen. MediaTek war ja eigentlich immer jahrelang eher so ein Gerät, ohne dass das jetzt böse klingen soll, aber in den Versandhaus-Smartphones für 150 Euro waren Genau, die immer drin. Krabbeltisch. Mittlerweile, ich habe ja das Xiaomi 12T, das hatte auch den MediaTek verbaut. Geiler Prozessor. Absolut. Also es gibt keine schlechten Prozessoren mehr, weil auch MediaTek viel, viel Jahre am Markt ist und auch viel, viele Jahre geforscht hat und Erfahrung hat und sie mittlerweile in
alle auf einer Höhe spielen. Also da kannst du jetzt nehmen, was du willst. Klar, ein Apple M2-Prozessor, zersägten Androiden und ist alles Wurschtkram. Dein Beispiel TikTok. Dem ist es völlig wurscht, was da für ein Prozessor hinterhängt. Sie werden alle schnell geöffnet. Ne, egal wo, ob das jetzt ein Zehntel dauert oder zwei Zehntel, ist doch völlig Wumpe. Ne? Und so viel Leistung brauchst du beim Smartphone gar nicht mehr, weil ich habe bisher noch nie erlebt, dass einer hier Full-Size-Games zocken will hier oder unterwegs hier Mods-Dateien verschieben, weil das ist ja nicht Sache des Prozessors, sondern eher vom Speicher. Also es wird keinen Unterschied machen. MediaTek ist ein Prozessor, der richtig, richtig gut ist, hat halt auch den Vorteil, dass er sich sehr gut ins Betriebssystem integriert, weil er halt speziell dafür programmiert wurde, was er da macht. Ne? Obwohl, das macht es im Netzwerk genauso. Am Ende, es ist alles gleich, es ist nur ein anderer Name. Machen wir uns nichts vor. Ja, absolut. Ne? Also da wirst du keinen Fehler machen. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich der Fall sein wird, dass das Gerät auch zu uns nach Europa kommt. Wenn ja, werde ich mal versuchen, dass man wieder mal Kontakt zu Oppo aufnimmt, ob wir das mal probieren können. Es wird aber nicht nach Deutschland kommen. Ja, das ist halt wieder das OnePlus 11 aktuelle Beispiel. Verkaufsstart kommt, nur nicht bei uns, weil Importverbot und deshalb, du kannst es über andere europäische Länder, kannst es dann dir importieren. Spricht auch Deutsch, alles drum dran, ne? Funktioniert mit allen Bändern, die wir so kennen. Mhm. Aber auch das Oppo wird leider Gottes hier dem Bann unterliegen oder halt diesem Verkaufsstopp unterliegen und vorerst mal nicht zu kaufen sein, zumindest nicht hier in hiesigen Märkten, wenn du zu in deinen Saturn gehst in Hamburg, da wird es leider nicht liegen, leider Gottes. Das ist tatsächlich ein ernsthaftes Problem und jedes Mal, wenn ich Oppo irgendwie darauf anspreche, seit 6 Wochen oder so, schreiben die ja immer wieder zurück, ja, wir arbeiten dran und werden ja, schon bald tolle News haben. Das scheint echt ein ganz schönes Problem sein, ne? Dieser Kampf mit Nokia, der hat es wohl richtig in sich, da geht es wohl um richtig Gelder. Also entweder sind die Summen so hoch oder Oppo sagt sich, nö, ich zahle dafür nicht, Punkt. Naja, Endeffekt ist das ja eher so, dass die sagen, weißt du was, auf die paar Käufer, auf die 80 Millionen Leute in Deutschland, das ist wie eine chinesische Großstadt, das interessiert uns eigentlich nicht, zumal Deutschland fest in Apple und Samsung Hand ist, demzufolge sind das wahrscheinlich nur einige paar 10.000 Kunden und da dann irgendwie Millionen und Aber von Millionen auszugeben, ich finde es ein Stück weit schade. Aber wie dem auch sei, es ist ein tolles Gerät und vielleicht kommen wir da irgendwie ran. Es kann ja nicht sein, dass das Find X5 das letzte Gerät war, was wir von Oppo getestet haben. Ne? Oppo, nee, das glaube ich nicht. Schickt uns einfach mal rüber. Auch Xiaomi, das 13er. Ich wäre da, ne? Ja. Du hast noch kurz über die Fitbit Sense 2 und Versa 4. Die werden jetzt Google Maps Navigation bekommen. Auch da gab das in dieser Woche, oh Gott, unsere Fachmagazine. Folgendes ist passiert. Es ist bei einigen Nutzern der Pixel Watch eine Funktion aufgetaucht, und zwar in der Fitbit-App, dass du dort plötzlich abnormale Herzschläge erkennen kannst. Und das bedeutet eine dauerhafte Überwachung, EKG, die Pixel Watch kann ja EKG schreiben, yay, wie sinnvoll das ist, ist auch mal dahingestellt. Und da tauchte die Funktion auf, abnormale Herzschläge. Und das ist dann von vielen Fachmagazinen, ich liebe diesen Begriff, sofort aufgegriffen worden. Hier, neue Funktion für die Pixel Watch und so weiter wird ausgerollt. Nein, ist es nicht. Fitbit bietet diese Funktion für ihre Geräte, für die Sense, für die Versas und so weiter, für ihre Geräte zum Teil an. Und das ist bei Leuten aufgeploppt, die früher mal eine Sense oder eine Versa, die halt diese Funktion besitzen, genutzt haben. Dort ist diese Kachel in der Fitbit-App in Verbindung mit der Pixel Watch aufgetaucht. Das war aber ein Fehler von Fitbit und das wurde wieder zurückgenommen, weil die Pixel Watch das nicht kann. Nichtsdestotrotz liest bei 30 Magazinen an einem Tag, das kommt halt an einem Tag, und liest bei 30 Magazinen in einem RSS-Feed, das wird jetzt ausgerollt und dann guckst du mal 30 Sekunden tiefer und stellst fest, nee, die haben schon wieder alle Quatsch geschrieben. Wenn ihr so etwas nutzen wollt, dann müsst ihr ein Fitbit-Gerät und nicht die Pixel Watch nutzen. Jetzt gibt das aber, das ist eben kein Fehler, die andere Seite. Das heißt, es ist kein Fitbit-Funktion, die auf die Pixel ausgerollt wird, also auf Google, sondern eine Google-Funktion, die auf Fitbit ausgerollt wird. Navigation, was hat es damit auf sich? Genau, es ist jetzt ab sofort möglich, dass eine Fitbit Sense 2 oder die Versa 4 Anweisungen von Google Maps anzeigen kann, also keine Karte. Das ist ja viel, was mit Navigation verbinden. Es wird keine Karte angezeigt, auch keine einfache Pfeildarstellung, sondern Text.
nächste Straße, Otto-Bussmann-Straße, links abbiegen. Ne, das hast du jetzt als Navigation. Allerdings, was auch wieder viele falsch interpretieren, nicht unabhängig vom Smartphone, Google Maps muss auf dem Smartphone laufen. Diese Anweisungen werden dann auf die Uhr gespiegelt. Also jetzt zu sagen, ich lasse die Uhr, ich lasse das Telefon in der Hosentasche und navigiere nur mit der App oder mit der Uhr selber, das ist nicht möglich. Ach so, okay. Normalerweise, es ist einfach nur eine Spiegelung der Textanweisung auf die Smartwatch. Nichts Moment, anderes. Aber normalerweise funktioniert das auch, wenn du das Smartphone in der Hosentasche hast, oder? Genau, das funktioniert. Aber also dort, nee, muss, du hast grade, sorry, dort muss die Navigation, gesagt, die Navigation muss aber auf dem Smartphone laufen. Genau, du hast gerade gesagt, das funktioniert nicht, wenn du das Smartphone in der Hosentasche hast. Das funktioniert, wenn du das Smartphone, nicht, dass das falsch verstanden wird, sondern es funktioniert, wenn du das Smartphone in der Hosentasche hast, da drauf Google Maps läuft. Mit gesperrtem Display, Es funktioniert aber nicht, wenn du das Smartphone zu Hause liegen lässt. Das heißt, du kannst nicht irgendwie loslaufen mit deiner Fitbit Sense 2 und sagen, so, das Handy lasse ich zu Hause, weil ich mache alles über die Uhr und dann funktioniert auch die Navigation. Richtig. Ich halte diese Art der Navigation, wie sie auch die Apple Watch macht, für die beste Art, wenn du unterwegs bist auf einer Smartwatch. Mit einer Karte könnte ich da eigentlich, mit einer Karte könnte ich da nichts anfangen. Weil du guckst ja auch nicht. Viele nutzen das zum Beispiel zum Laufen oder beim Fahrradfahren. Du guckst ja nicht ständig auf die Uhr, sondern du möchtest über deine Bluetooth-Kopfhörer dann einfach die Ansage bekommen, irgendwie in 200 Meter links abbiegen und dann guckst du kurz auf die Uhr und stellst fest, okay, nicht die Straße, sondern die übernächste Straße. Und das ist, was willst du da mit einer Karte auf diesem kleinen Display? Ja, genau, das ist Punkt 1. Das ist dann auch wieder ein Akkufresser, ne? Und das ist wieder der nächste Punkt. Also es, ich liebe es, ich nutze es auf der Arbeit immer. Ich habe dort immer Google Maps laufen, wenn wir zum Einsatzort fahren. Und weil ich halt eben nicht hier aufs Display gucken kann die ganze Zeit, wird es dann rübergespiegelt auf die Watch und dann kannst du dann dort schnell Anweisungen sehen. Ne? Und das reicht vollkommen aus, weil machen wir uns nichts vor. Wenn du richtig navigieren willst, dann brauchst du ein Display, zum Beispiel jetzt im Auto, da hilft die Uhr nicht wirklich weiter. Ne? Aber wenn du gerade in Orten unterwegs bist, wo du dich nicht auskennst und willst jetzt hier zum McDonald's, ne? Und die Uhr sagt dir, die nächste Straße links abbiegen, dann reicht das vollkommen aus. Und dafür ist das jetzt gedacht, ist ein tolles Update, finde ich wirklich gut, weil du brauchst dafür keine Hardware. Das ist einfach nur eine Funktion rübergespiegelt von deinem Smartphone auf die Smartwatch. Absolut. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge und dann nähern sich die beiden Systeme ja auch immer weiter an. Auch da gab es diese Woche wieder ganz, ganz viel, gerade in diesem Bereich, aber das ist gar nicht so bei uns auf dem Zettel leider, weil ich gar nicht weiß, wie viele Leute bei uns überhaupt Fitbit nutzen. Grundsätzlich ist Google wird ja nicht ohne Grund Fitbit als Marke bestehen lassen. Die haben einfach 100 Millionen Nutzer. Das ist einfach, die haben zwar Fitbit. Das ist eine Marke. Genau, also selbe Geschichte. Vielleicht können wir in der nächsten Woche mal drüber sprechen, über die Google Nest Geschichte, die auch in Deutschland gar nicht so bekannt ist, die aber in den USA eine unglaublich große Verbreitung hat. Und wir wissen ja, dass die iPads oder jetzt es bei den iPads eine neue Funktion geben soll, die so ein bisschen an Google Nest angelehnt ist, wo du das Ding auch auf eine Dockingstation stellen kannst und dann praktisch wie so ein Nest benutzen kannst, wo dann aber ganz viele Nutzer eines Nests sagen, ja, der Vorteil der Google Nest, das ist halt dieses Display mit der Dockingstation und das wird das Google Tablet wohl oder das Pixel Tab, wie immer das Ding heißt, wohl auch können. Da gab das, die haben das ja auf der letzten Keynote schon gezeigt. Der Vorteil von Google Nest ist einfach die nahtlose Verbindung von all deinen Haushaltsgeräten. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was bei Apple ja noch nicht so gut funktioniert. Nee, leider nicht. Und bei Google Nest kannst du ja wirklich alles einbinden und hast das Ding halt rumstehen, spielt über die Dockingstation toll Musik ab, das können alle anderen auch. Aber dann klingelt es an der Tür und das Ding schaltet sofort auf die Türklingel um und du sitzt im Wohnzimmer und kannst halt sofort sehen, wer ist denn da? Und da kannst du diverse Türklingeln und Kameras einbinden. Und das ist ein Punkt, wo Apple sich, finde ich, tatsächlich ein Stück weit öffnen müsste, dass es dann auch wieder für mich interessant wird. Weil das sind Features, die ich wirklich gerne nutze. Das so ist die Frage, kann sowas auf die Smartwatch gespiegelt werden, dass du dann das Videobild von der Kamera auf deiner Smartwatch siehst? Wäre natürlich eine coole Funktion, ne? Bei Google wird das jetzt funktionieren. Aber ja, das denke ich mir auch. Da müssen wir mal wirklich drüber sprechen, weil Google diese Find My Phone-Geschichte ja massiv aufbaut oder aufbläst. Da sind ja Gerüchte ohne Ende im Umlauf. Und das wird wohl so aussehen.
Ich habe da diese Woche drüber nachgedacht, aber das wäre wirklich mal etwas für den Anfang des Podcasts und eine halbe Stunde, dass Google jetzt wirklich versucht, Apple in diesem Punkt anzugreifen und dort auch die Quelloffenheit ein Stück weit nutzt. Und ich frage mich gerade, ob diese Meta-Geschichte nicht so ein Hoax von Google ist. Nach dem Motto, wir bringen Apple dazu, Meta mit einzubinden und wir machen das aber gar nicht. Uns ist Meta völlig egal, weil wir haben unseren eigenen Standard, der so groß ist, dass wir Meta gar nicht benötigen. Und ob das nicht so eine Geschichte ist, dass man Apple dort versucht, ins Messer laufen zu lassen, sich so weit zu öffnen. Das ist eine steile These, ne? Oh Gott, guck mal, was zurzeit los ist. Die MWC ist erst am 27. Februar. Bis dahin ist die Tech-Welt eh ein bisschen tot und langweilig. Aber dafür passiert ja rund um die Find-My-Phone-Geschichte bei Google gerade ganz, ganz viel. Und das soll wohl so sein, dass du, Google hat ja auch Nest gekauft. Nest ist in den USA der größte Anbieter für alles, was so im Bereich Zuhause betrifft, also intelligente Kameras, Türklingeln und so weiter. Und das wird so sein, dass du über die Uhr mit Wear OS siehst, wer bei dir klingelt. Und du kannst dann über die Uhr auch Anweisungen geben. Du kannst zum Beispiel die Tür öffnen für den Amazon-Menschen, auch wenn du nicht zu Hause bist, und kannst dann sehen, dass der eben nur den halben Meter in die Wohnung macht, um das Paket dort abzugeben. Und dann kannst du die Tür selbstständig wieder schließen. Das alles über die Uhr wäre natürlich fantastisch. Die Displays sind mittlerweile gut genug. Das, also du kannst, auch, ja. Das siehst du ja auch, wenn du deine Apple Watch nutzt. FaceTime geht da drüber, glaube ich, oder? Nein, haben wir uns auch gerade gestern auf der Wache drüber unterhalten mit FaceTime. Das funktioniert nicht. Also du kannst auch kein WhatsApp-Video-Chat machen über die Uhr. Das geht nicht. Ne? Also auch bei Google, bei der Pixel Watch geht es nicht oder bei keiner Wear OS-Uhr. Ich habe keine Kamera drin verbaut. Ne? Genau, da fehlt einfach das Kameramodul. Und wenn, ist es auch wieder eine Frage des Akkulaufzeit. Ne? Aber also, jetzt wird der ein oder andere mir sagen, ich habe hier eine 19-Euro-Uhr aus China von Wish gekauft. Die hat eine Kamera drin. Und das habe ich da auch auf der Seite gesehen, dass das geht. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo unten noch so eine Billiguhr liegen. Ja, die haben Kameramodule drin, tatsächlich. Ja, aber die haben dann so 0,1 Megapixel. Da kannst du nur sehen, okay, ist ein Mensch oder ein Tier. Das sieht so aus wie die Werbebilder von Nothing. So die Hintergrundbilder mit diesen die hinter so einem geriffelten Glas. So, könnte jetzt eine Blume oder könnte ein Mensch sein? Hallo Mama. Ja, ich bin deine Mama. Ich habe hier mein Handy verloren. Schick mir mal 5000 Euro. Oh Mann. Ich liebe es. Ich liebe diese Technik. Aber es ist gerade, also die Gerüchte sind gerade... Ja, da brodelt eine ganze Menge und ich finde es einfach gerade ganz, ganz spannend, weil wir ja eigentlich von Google gewohnt sind, dass die so alles mehr oder weniger abschalten, was nicht bei 3 funktioniert. Ja, das stimmt auch allerdings. Dass die diese Pixel-Welt und dieses alles, was da drum funktioniert, immer weiter ausbauen. Und das ist dann vielleicht auch nächste Woche, kann man wirklich mal diese Chat-GPT-Geschichte mit reinnehmen. Weil man liest ja immer wieder, und das habe ich auch von diversen Freunden gehört, die dort bei diesen Konzernen arbeiten, das ist bei Google gerade so eine Geschichte, Alarmstufe Rot. Also die sind da wirklich kalt erwischt worden. Genau, und sie haben jetzt ja angekündigt, dass sie da richtig massiv investieren und da auch Manpower reinschieben, um da eben so eine Art Konkurrenz zu machen. Oder halt das Ding im Endeffekt übernehmen, wie auch immer. Aber das war das können ein Sie sehr, ja nicht, sehr spannendes Feld. Das können Sie ja nicht, weil da ist Microsoft ja schon drin. Genau, da war Microsoft ein paar Tage früher dran. Ein Battle zwischen Microsoft und Google könnte natürlich total spannend werden. Die werden sich in die Milliarden hochbieten. Und dann ist der dritte Player, der da schmunzelnd in der Ecke sitzt und sagt, macht mal, weil unsere Kunden interessieren sich nicht für Technik. Da soll der eine Konzern ruhig mal 100 Milliarden rausblasen. Das ist gar nicht schlecht, weil wir brauchen das nicht. Um in 3 Jahren zu sagen, Siri, war da was? Ja, vielleicht wird Siri dann ein bisschen schlauer. Ja, da muss man, also das ist halt auch so eine Sache, die, das muss mir irgendjemand nochmal erklären, ob das mittlerweile möglich ist, dass ich bei Siri Termine verbal eintrage und mich das iPhone am nächsten Tag an diesen Termin erinnert, weil bei meinem iPhone 13 Pro ging das nicht oder geht das nicht. Das muss ich mal probieren, habe ich jetzt noch gar nicht probiert, ich trage zwar viele Termine ein, aber nicht Siri. Nee, also nicht Termine, sondern was ich häufig mache, ist, dass ich mich zum Beispiel irgendjemanden anrufe und den ich erreiche und bevor ich dann mir
eine Kalendernotiz schreibt, die ja total aufwendig ist, muss dann sagen, irgendwie hier, Datum morgen und so weiter, sage ich einfach irgendwie, ich drücke dann den Knopf an meiner Uhr oder an meinem Smartphone ein bisschen länger oder sage dann das Keyword oder Hotword und sage dann, hey, babab, erinnere mich morgen 9.13 Uhr Herrn Müller wegen diesem und diesem Thema anrufen und dann werde ich am nächsten Morgen, macht mein Smartphone am Bing und dann kommt die Erinnerung. Das geht beim iPhone irgendwie nicht. Ich habe es zigmal versucht und ich bin nie daran erinnert worden. Wenn ich dann aber an die Erinnerung selber reingehe, also Apple hat ja diese Erinnerungs-App, da stehen die Erinnerungen drin. Ich werde aber nicht auf meinem iPhone in irgendeiner Art und Weise daran erinnert. Das ist tatsächlich etwas, stören ist ein falsches Wort. Das fehlt mir in der täglichen Arbeit. Also ich arbeite da unglaublich viel. Das ist Kleinigkeit, ne? Also Benachrichtigung macht sie ja sonst auch. Das muss dann die ist ja da. Also ja, genau. Benachrichtigung, und du gehst in die Erinnerungs-App und dann wird halt, steht da halt die Erinnerung wirklich drin. Und ich verstehe es nicht. Vielleicht kann das mal irgendjemand schreiben. Grundsätzlich halte ich das iPhone 14 Pro, ich habe es jetzt 5-6 Mal in der Hand gehabt, war schon einmal kurz auf dem Weg zur Kasse damit. Das wird kein Gerät sein, was bei mir Einzug erhält. Aber auch da müssen wir vielleicht irgendwann mal drüber reden. Die Gerüchte beim iPhone 15, die überschlagen sich ja. Ja, da wird es ja auch wieder viel, viel zu bereden geben. Aber warten wir jetzt einfach keinerlei. Mal. Keinerlei. Es wird, ich gehe fast davon aus, dass das 15, spätestens das 16, das 15er soll mit einem Titangehäuse kommen in der Pro-Version und soll keine Buttons mehr haben. Das heißt, es soll so wie bei meinem MacBook, das MacBook hat ja auch keine Touchfläche, also das Touchpad, dieses Riesending, was da unten dran ist, ist ja einfach nur eine Stahlplatte, die fest im Gerät ist. Und du hast ja nur das Gefühl, dass du es runterdrückst, weil die Taptic Engine so gut ist. Und genau das werden sie wohl auch beim iPhone machen. Der Grund ist einfach, spart unheimlich viel Geld. Genau. Taptic Engine hast du ja schon eingebaut. Und wenn mechanische Teile weniger, immer gut. Genau. Und die sagen dann auch, Dinge, die weniger kaputt gehen. Und das glaube ich sogar ein Stück weit. Weil auf diesen MacBook-Flächen, da toucht man von morgens bis abends drumherum und bisher ist da irgendwie nichts Negatives zu bemerken, im Gegensatz zu vielen anderen, was das MacBook irgendwie nicht so geil macht. Aber ich glaube auch, dass die, und da käme dann der von vor 2 Wochen wieder dein Punkt mit dazu, mit dieser kabellose Ladengeschichte, diese MagSafe. Ich glaube, die werden wirklich dran arbeiten, ein Gerät komplett ohne Buttons und ohne Öffnungen zu machen, einfach um ihre Peripheriegeräte zu verkaufen. Glaubt man ja nicht, dass die ein MagSafe mit in die Verpackung legen. Dann kriegst du ein iPhone geliefert, was du nicht aufladen kannst und musst dir dann erstmal die Ladeinfrastruktur kaufen. Ja, das machst du heute ja genauso. Du hast zwar das Kabel dabei, aber kein Netzteil. Also musst jetzt irgendwo sehen, wo du Strom herbekommst. Und das wird dann in Zukunft genauso sein. Du hast dann zwar, dann wird auch noch das Kabel eingespart, dann hast nur noch das Telefon da liegen. Wenn du das auspackst, du wirst kein Kabel mehr dabei haben und kein Ladegerät mehr haben. Ja. Aber dann sagen, hier, da kannst du bei uns hier die Ladepads kaufen, mit jetzt MagSafe oder ohne MagSafe, sei jetzt mal dahingestellt. Und dann viel Spaß dabei. Ich denke mal, das wird die Zukunft. Auf jeden Fall. Glaube ich auch. Und dann wird so sein, und da kennen wir diesen beliebten Konzern ja, dass die sagen, dann kannst du dir ein No-Name-Gerät kaufen, das lädt mit 1,5 Watt. Dann genau. Kannst du dir eins mit einem Apple-Zertifikat kaufen. Da kriegen wir dann ja wieder Geld. Da kriegen wir Tantiem für. Tantiem ist das falsche Wort im Technikbereich. Tantiem ist bei Musik. Da kriegen wir Lizenzgebühren für. Das lädt dann mit 5 Watt. Und wenn du die vollen 10 Watt haben willst, dann musst du dir das Apple-Teil kaufen, was 80 Euro kostet. Genau. Und anders geht's ja auch nicht. Weil die Hersteller, die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Weil die Aktionäre müssen ja zufriedengestellt werden. Genau. Das ist so ein Thema, was uns auf jeden Fall in der Zukunft beschäftigen wird. Und ich freue mich drauf. Jetzt warten wir erstmal auf Samsung. Die Präsentation. Freuen tue ich mich da nicht drauf. Ich möchte eigentlich mein Kabel behalten. Kabel kann man drüber stolpern. Ganz, ganz gefährliche Geschichte. Nee. Wir warten mal ab. Jetzt warten wir erstmal auf Samsung. Und absolut. Nächste Woche. Stimmt. Nächste Woche haben wir dann schon die Samsung-Präsentation hinter uns. Wir sind sehr gespannt. Wir wissen noch gar nichts. Nee, genau. Also ich stelle mich doof. Ich schalte mein Internet ab. Angeblich wird das Galaxy S23 das erste Gerät mit Gorilla Glass Victus 2 sein. Ich bin mal gespannt, was das alles kann. Ja, das wird wahrscheinlich weicher als das vorhergehende sein. Und dann wird der gemeine Deutsche wieder schimpfen. Wie kann man nur so ein tolles Glas noch weich machen? Das ist ja noch viel schlechter als hartes Glas. Nur hartes kommt in den Garten.
Das stimmt allerdings. Und ich hoffe, dass nächste Woche die zweite Schutzfolie von meinem Gerät kommt. Ich habe die schwarze Schutzfolie von den von Easy Skins gerade auf meinem Pixel drauf. Die ist schwarz, die fühlt sich gut an, so ein bisschen lederstrukturiert. Ich hoffe, dass nächste Woche die von D-Brand kommt. Die ist weiß mit vielen kleinen Robotern hinten drauf. Und dann wird mein Pixel nochmal ganz anders aussehen. Und vielleicht mache ich da auch mal ein Video oder mal ein paar Fotos von. Natürlich, mach mal. Ja, ansonsten fast anderthalb Stunden. Wir liefern heute aber ab und deshalb gehe ich jetzt in den Feierabend oder zumindest ins Wochenende, oder? Es genau, ist ja schon Samstag. Kurzer Samstag, weil ich habe morgen wieder Dienst, kam heute Morgen aus dem Dienst, muss morgen wieder in den Dienst, aber egal, wir machen das Beste draus. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.